Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die hessischen Ferien sind vorbei. Fast alle hatten Urlaub, die Corona-Pandemie aber nicht. Sie ist immer noch da. Viele Menschen sind zu Hause geblieben, einige sind aber auch ins Ausland gereist. Die meisten, die allermeisten waren besonnen, haben sich auch im Urlaub an die Regeln gehalten. Doch einige dachten, sie könnten Urlaub von Corona machen. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass das Infektionsgeschehen wieder Fahrt aufgenommen hat. Leider tritt wohl auch bei einigen Nachlässigkeit oder nennen wir es deutlicher, Rücksichtslosigkeit an erste Stelle. Sie wollen die Regeln nicht mehr einhalten. Betone nochmals, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Dass wir in Deutschland bisher einigermaßen glimpflich davongekommen sind, hat etwas mit dem besonnenen und rücksichtsvollen Umgang der Bürgerinnen und Bürger zu tun. Dass jetzt einige denken, die Pandemie sei erfunden worden, um sie in ihren demokratischen Rechten zu beschränken, finde ich erschütternd und bei einem Blick in die Welt und auf die Folgen von Corona nicht nachvollziehbar. Ich finde es lebensgefährlich. Es besteht kein Grund zur Panik, aber wir brauchen weiterhin erhöhte Wachsamkeit. Wir beobachten eine Zunahme der Fälle, die das Gesundheitsamt des Kreises täglich vermeldet und sind diesbezüglich auch mit dem Main-Kinzig-Kreis im ständigen Austausch. Da das vom Land Hessen beschlossene Eskalationskonzept von der reinen Kreisbetrachtung weggegangen ist, sind wir hier in Hanau noch stärker in der Pflicht. Der Krisenstab hat in den vergangenen Wochen weiter regelmäßig getagt, die Lage beobachtet und wir sind jederzeit in der Lage zu agieren. Ebenfalls kontinuierlich war und ist das von unserem Krisenstab gegründete Hygieneteam gemeinsam mit der Stadtpolizei im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Um Händlern, Gastronomen, aber auch Vereinen, Kirchen, andere Gruppen zu beraten, aber auch um die gültigen Verordnungen umzusetzen. Während wir in den ersten Wochen eher aufklärend unterwegs waren, werden Vergehen jetzt auch konsequent sanktioniert. Mehr als 1500 Kontrollen haben wir in den letzten Wochen durchgeführt, aber leider auch 150 schwere Verstöße an den Kreis melden müssen. Nochmal. Die meisten Hanauerinnen und Hanauer halten sich an die Regeln, spielen in der Mannschaft FC Vorsicht, aber die, die durch Missachtung andere gefährden, lassen wir auch nicht durchkommen. Wenn Sie zur Gruppe der Reiserückkehrer gehören, appelliere ich an Sie, sich dringend an die Vorgaben des Kreises und des Landes Hessen zu halten. Diese Regeln und alle Neuigkeiten rund um die Pandemie, die Hanau betreffen, haben wir auch weiterhin aktuell auf der Seite www.corona-hanau.de zusammengefasst. Den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern und allen, die heute in den Schulen ins neue Jahr starten, haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die besten Hygienevoraussetzungen geschaffen. Die Regeln und Verordnungen des Landes, das für den Schulbetrieb verantwortlich ist, setzen wir um. Ich finde es richtig und wichtig, dass die Kinder wieder ein geregeltes Schul- und Kita-Leben haben, auch für die Situationen in den Familien. Und ich hoffe, dass wir möglichst wenige Corona-Fälle hier haben werden. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam alles dafür tun, dass es nicht wieder zu generellen Schließungen von Schulen, Geschäften und anderen Einrichtungen kommt. Die harten Einschränkungen aus dem Frühjahr haben massive Folgen für den Einzelhandel, die Gastronomie, für unsere Wirtschaft, für unser Leben gehabt. Der Magistrat hat deshalb heute das Hanauer Hilfepaket beschlossen, das ich Ihnen auch hier in den sozialen Medien noch vorstellen werde. Wir wollen und werden helfen, sind aber vor allem auch auf die Hilfe, die Unterstützung, die Solidarität, die Nächstenliebe der Hanauerinnen und Hanauer angewiesen. Ich appelliere nochmals an Sie, tragen Sie Maske, halten Sie Abstand, waschen Sie Ihre Hände, beachten Sie die Hygieneregeln. Nur wenn sich alle daran halten, werden wir das Pandemiegeschehen auch weiterhin im Griff haben können. Bitte bleiben Sie gesund.